herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV von der Bikers World. Und bei mir ist ein richtig schneller Österreicher, der Thomas Berghammer. Servus. Thomas, servus. Thomas, du bist heuer in der Stadt, du fährst Suzuki. Bist ein echtes, ich glaube schon, man kann fast sagen, ein bisschen Suzuki-Urgestein. Du bist immer voll dabei bei Suzuki, gell? Genau, gibt nichts anderes in der Hause Berghammer als wie Suzuki. Thomas, und jetzt, du fährst Staatsmeisterschaft. Heuer hat es gereicht, glaube ich, für den dritten Platz. Das ist eh großartig. Ich glaube, eins hast du müssen auslassen wegen dem Budget oder so. Ja, wir sind voll zufrieden. Wir haben heuer einen dritten Platz gemacht, ein Endergebnis. Sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie du schon gesagt hast. Haben wir eine Woche nicht ausgelassen, weil einfach der Daumen zu kurz geworden ist zum Zahlen. Und jetzt haben wir eine Woche nicht ausgelassen, 2-0 geschrieben. Und für das ist der dritte Platz komplett zufrieden. Ja. Du, das ist ein GSX-R1000, das ist eine RR oder eine normale R eigentlich? Das ist die RR, ja. Da geht es uns eigentlich am meisten um die Gobi, weil das ist eine Gastuch-Gobi und da haben wir eben ein bisschen Vorteil, ist zwar schwieriger zu neustellen, aber das haben wir super in den Griff gebracht und darum haben wir die RR. Bist du mit der Seriengobel gefahren? Das ist die Seriengobi und die wird von Haslacher umgebaut, den Reihen und die Settings werden für mich angepasst und ich bin höchst zufrieden mit der Gobi. Super, was hast du für ein Federbein? Hinten fahren wir Hyper Pro. Okay. Und das waren eigentlich letztes Jahr, also die Suzuki neu rausgekommen, ja. Und das waren eigentlich die ersten, weil wir haben das Motorrad ungefähr einen Monat vor dem Verkauf gekriegt und das waren die einzigen, die was mit uns zusammengearbeitet haben, was unser Vorwerk gemacht haben, weil eine Prüfung an die Rennen an und wir sind ohne Federbein da gestanden und die haben gesagt, da passt, machen wir was und dadurch ist da die Zusammenarbeit mit Firma Haslach und Hyperpro eigentlich super. Großartig. Du, was hast beim Motor, was hast Leistung drinnen? Ist ja so, wir sind heuer gefahren mit Yoshimura Nockenwellen, Kopf selber bearbeitet, wir machen ja selber die Motoren und mit einem Yoshimura Kitkabelbaum, dass wir auch die Elektronik einstellen. Wir haben jetzt derzeit am Hinterrad 208 PS am Hinterrad, aber sehr fahrbar und der Motor hält ohne weiteres eine ganze Saison auf. Also ist jetzt nicht Hochzücht, da waren noch ein paar Pferde zum Finden, aber auf das sind wir noch nicht hingegangen. Ja, aber 208 am Hinterrad ist ja eine sehr stolze Leistung. Und ich meine, ich weiß jetzt schon was die Seher noch nicht wissen, aber gleich wissen werden. Beziehungsweise letztes Jahr hast du das schon angekündigt, du fährst 2019, wirst dann nicht mehr Rundstrecke fahren, sondern fährst beim Road Racing mit. Genau, Road Racing hat zwei Aspekte. Erstens, das Ringfahren in der österreichischen Meisterschaft und in der Alpe, das Level steigt schon sehr hoch, auch was das Material was das betrifft. Und da muss ich sagen, das stemmen wir einfach nicht mehr vom Budget her. Und das Roadracing ist einfach billiger. Startgeld ist weniger, man hat weniger Reifen, braucht man, weil einfach am Ring ist es so, du hast mehr Grip, dadurch brauchst du halt nicht zwei Sitz, sondern 7 Sitz raufen und das macht eben das Wochenende relativ teuer. Und bei Roadracing gibt es Startgeld und was das Wichtigste ist, die haben da bis zu 40 oder über 40.000 Zuschauer, sprich, man fühlt sich wie ein Hero. Da ist egal, ob du Erster wirst oder 20. Du wirst da einfach gefeiert wie ein Held, weil Roadracing ist einfach gefährlicher. Wir brettern da durch die Stadt oder durch den Wald durch und da, egal welche Platzierung, du fährst zurück und merkst eine Anerkennung, boah, geil, was ich da jetzt gemacht habe. Das mit den 40.000 Zuschauern, das ist natürlich ein Wahnsinn, das kann ich irrsinnig gut verstehen, weil bei diesen heimischen Rundstreckenrennen, da hast du ja, weiß ich nicht, 20, 30 Zuschauer, vielleicht einmal 100, oder? Ja, das Problem ist einfach, es ist vor etlichen Jahren übersehen worden, dass der Zuschauer ein wichtiges Paket ist. Es ist alles auf die Fahrer angewetzt worden, passt, wir erhöhen einfach die Startgeld, der Ring ist zahlt und passt. Jetzt mittlerweile fällt das eigentlich die Veranstalter auf den Kopf, weil sie können jetzt mit dem Startgeld schon fast einmal höher fahren, weil sonst haben sie keine Fahrer mehr und kriegen aber das Geld nicht zu, dass der Ring bezahlt wird. Und das ist eben beim Roadracing anders da. Die bauen es auf für die Zuschauer. Das ist ein großes Event mit Zelt, mit Livebands, mit Kinder-Area, sprich die Familie mit Kleinkindern sind da auch dort. Und das ist ein richtiges Event, ich sage mal so, wie es früher war. Du gehst da hin und du erlebst was. Du siehst Rennfahrer, du hast andere Sachen zu erleben und das ist eine super Sache. Du, Thomas, weil jetzt zweimal der Begriff Startgeld gefallen ist, wenn bei der Meisterschaft mitfährst, bei den Rundstreckenmeisterschaften, musst du was zahlen und bei den Roadracing kriegst du was, wenn du startest, oder was? Also zahlen muss man bei beide. Aber der Unterschied ist halt nur so, bei der Meisterschaft zahlen wir knappe 500 Euro Startgeld.
haben kein Preisgeld. Ja. Also auch wenn du jedes Rennen gewinnst, du bekommst nichts dafür. Ja. Und beim Road Racing ist es halt so, das Jahresstartgeld für die 6 Events, jeweils 2 Rennen, sind 1200 Euro. Okay. Und du hast aber Preisgeld. Und zum Beispiel ein Rennen ist in Finnland. Ja. Und dass wir dort eigentlich überhaupt hinkommen, kriegen wir da schon mal Geld nur fürs Anreisen. Und das ist der Unterschied. Also wenn du gute Platzierungen hast, kann sogar sein, dass du Pares ausgehst. Und das ist halt ein sehr großer Unterschied. Ja, na vor allem, was mir ganz klar ist, weil wie gesagt, es erwartet Zonkos Welt TV ohne Zuseher. Na, das ist ja irgendwie die halbe Freude oder wenn überhaupt die halbe Freude. Und das ist natürlich großartig, wenn da Leute sind, die das unterstützen. Das andere, was ich natürlich auch sehe, das Road Racing ist natürlich gefährlicher, ja. Weil ich meine, wenn sie dort aussehen, birnt sie halt mächtig aus. In ein ungesichertes Areal. Wie gehst du damit um? Ich meine, du bist ein Routinier, du weißt ja, was du tust. Genau, du hast es eh schon angesprochen. Also beim Road Racing sind eher die Routinees. Wenn du da jetzt einen Jungsporn einjagst, ist schwierig, das kann schief gehen. Also du musst da schon mit Erfahrung einigen. Weil es heißt, es ist gefährlicher, ja, ist, aber durch die Erfahrungen, du gehst ja professionell an die Rennen zu, wie. Du schaust dir das an, was geht nicht, du machst keine überhasten Aktionen und da brauchst du aber Erfahrung. Ist auch so, nächstes Jahr, sage ich mal, ich war schon 3-4 Rennen dabei, aber nächstes Jahr wird es trotzdem nur ein Lernjahr für mich, weil die Strecken sind neu und da muss man sich wirklich Schritt für Schritt hintasten. Wenn man da probiert, passt, ich will jetzt bei den Fahrern dabei sein und drückt da Runden raus, naja, und da gerade ist mit der zweiten Gangkurve und du verbremst die, dann ist halt huckst bei einem Wohnzimmer drin und tust Fernsehen. Das dann möchte man eher vermeiden, aber ich möchte sagen, ist ein kalkuliertes Risiko. Und so viel muss halt sein, dass du sagst, passt, ich muss ein paar Prozent runtergehen, dass ich die paar Prozent Sicherheit habe. Dass ich die paar Prozent Sicherheit habe und das ist eben wichtig. Und antreten tust du mit der Maschine, so wie du es jetzt für den Ring hergerichtet hast. Genau, es ist ja so, beim Road Racing. Da ist nicht das schnellste Motorrad das Siegesmotorrad. Du musst ein gutes Paket haben. Es muss das Fahrwerk passen, es sollte die Motorleistung passen, die Elektronik. Aber es geht nicht so, du brauchst jetzt nicht so wie am Ring, dass du nur mehr ein Zehntel außer gewinnst. Du musst nicht wieder 2000 Euro investieren, sondern das Paket muss passen. Das passt bei der GSX ja schon von der Schachtel aus sehr gut. Und wenn das Paket passt, dass das alles fest ist, dass das nicht auseinanderfällt, weil ein hochgezügter Motor hat weniger Kilometerleistung und kann sein, dass er hochgeht. Und das wird halt beim Road Racing nicht passieren, weil wenn da jetzt beim Material was bricht, hast du da fatale Fehler. Also da gibt es für die technische Seiten eine Null-Toleranz-Quote. Also da muss das muss pfeifen. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir das Allerbeste und bin gespannt. Nächstes Jahr auf der Bikers World sehen wir es wahrscheinlich wieder und dann bin ich gespannt, was du berichtest. Auf alle Fälle, danke. Super. Ciao, Papa. Grüß euch.